Tokaenki, super Team und damit willkommen zurück zu Wer wird Millionär mit der, ja, muss sagen, Deus Ex Legende. Ich glaube, so kann man ihn ankündigen. Heinki, ein riesen Applaus. Oh, zu gütig. Welche Karte gibt es nicht? Ja, ich hab gedacht, du hast doch bestimmt Bock. A, Herzbube. Als Weltmillionär. Veteran. Oh ja, sowas von. D, Herzkönigin. Was ich natürlich nicht einfach annehme. Nee, kann man jetzt nicht. Ich war so auf Suche nach Gästen. Ich hab gedacht, Heinki hat diesen Tweet geliked von damals. Ich habe ihn einfach mal gefragt. Aber. Ja, es ist einfach ein Klassiker. Also, es ist einfach ziemlich cool, wenn man das als Kind kennt. Sie sagen also D. Und dann das Spiel wieder mal nach all den Jahren sieht. Ja. Die meisten, die sagen, die so als Kind habe ich es immer geguckt. Ja. Und dann man irgendwann fühlt sich dann mehr, alt. Oh. Es geht weiter mit der 200-Mark-Frage. Fühlt sich dann wie 40 und das ist man auch. Was schlägt jemandem sehr traurige Geschichte nahe ist? A, erstes Sekündchen. Ja, vielleicht als Erklärung. Heinki ist jetzt dabei über Hitbox, heißt, der wird immer ein bisschen mehr Delay haben. Also Teamviewer, Leute, aber das kriegen wir alles hin. Im Notfall lese ich auch gerne nochmal vor. Ja, die ersten fünf Fragen kannst du. Wetter, stimmt. 200 kannst Mark. Mitraten oder dich zurücklehnen, ist eigentlich total egal. Letztes Stündlein. Auf geht's. Wenn Sie diese Frage richtig die ersten fünf, ne? Schwupps, ja, das gehören sind Ihnen 300 Mark. Die Anfangsfrage sind immer die einfachsten. Was ist eine Quetschkommode? Vor allem, ich finde auch cool, dass das Spiel noch auf D-Mark getrimmt ist. B, altes Maultier. Oh ja, von C, 2001. Fußballstadion. D, Akkordeon. Guter alter Stoff. Quetschkommode ist. Ja. Sprich dich aus. Ja, das erinnert mich, wo ich jetzt dieses Spiel sehe, dass ich noch von damals, als ich irgendwie, ich glaube, ich war 10 oder so, da gab es damals dieses CSI-Spiel und das habe ich mir sogar geholt. War ziemlich cool sogar dafür, dass es nur eine Kopie von der Fernsehsendung war. Und ich habe es, glaube ich, irgendwo noch hier im Schrank liegen. Als Botschafterin der Jungfräulichkeit feiern. Ja, die guten alten Kindheitsspiele. A, Rosamunde Pilcher. B, Vivian Westwood. Ah, ich glaube, ich mache einen Speedrun davon. D, Anna Nicole Smith. Das war, glaube ich, Britney Spears. Sie entscheiden sich wirklich für C? Diese Fragen, die wir schon hatten, meist ich einfach nicht mehr sicher. Ja, alles klar. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nur noch eine oder Frage. Du wusstest beim ersten Mal auch nicht. Und hier ist sie. Also, aber in den ersten fünf wiederholt sich gerne mal was. Oder danach ist ja noch alles eine Krankenschwester einzigartig. Ja, irgendwann hast du ja alle Fragen durch, ne? B, französischer Arzt. C, irische Anästhesist. Da weiß man wenigstens, wann gut ist mit diesem Projekt. Pfleger. Reicht's irgendwann. Das ist der englische Patient und jetzt können wir auch richtig starten. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 1000 Mark. Mit dieser Runde. Was ist denn dein Ziel? Wo du sagst, das würde ich gerne raus. Innerhalb dieser Aufnahme. Eine Million oder 4000 D-Mark oder? Eine Billion Dollar. Ah, ja, gratuliere, 1000 Mark haben Sie schon mal sicher. Mal gucken, wie weit wir kommen. Eigentlich bin ich nicht so gut in solchen Spielen. Liegt einfach daran, dass ich Informatiker bin. Ich programmiere. Ich habe kein gutes Allgemeinwissen. Aber ein Spiel hacken und eine Million rausholen. Ja, also ich glaube, das wäre eher meine Ansatzmöglichkeit gewesen, anstelle die Fragen richtig zu beantworten. Aber das kriegen wir auch schon hin. Auf der Kinoleinwand als Rocky und Rambo. Ja, Sylvester Stallone. Was? Ja, dachte ich mir auch. Sogar das kenne ich. Also B. Ja, ich wäre mir nicht sicher gewesen. 1000 Mark und 1000 Mark sind nach aber das ist locker. 2000 ja. Mark. Glückwunsch. Vor allem jetzt, wo ich dieses Video sehe, ganz alte Rendering-Geschichten. Eieiei. Vor allem einfach der Hintergrund mit den Mannequins, das ist ein GIF, das back and forth gesucht ist. Ey, ziemlich geil. Mit dieser Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Programmierung vom Feinsten, ich sehe. Ja. Mehr konnten sie 2001 schon mal nicht. 331 Wochen die Tennis-Wochen. Naja, ja. Andere Spiele haben da schon viel geleistet. Also, was kam denn alles in 2000 raus? So. 2001 Jack and Dexter war, glaube ich, irgendwo die Zeit. Ja. Ja, das war so die Zeit der 3D-Spiele. Ich meine, Deus Ex kam 2000 raus. Ja.
Aber das war auch so. PS2, Xbox, all diese Sachen. Sportfrage. Ja, gut, ne, hier geht's schon los, ne. Wenn man sich mit 2017 relativ blöd zu beantworten. Den Telefon-Joker, ja, vor allem, wenn man Sie können noch das Publikum mit Tennis kein nix am Hut hat. Hm. Ich glaube, wir rufen mal jemanden an. Ja, wobei zwei kann man ja. Billy Jean King, das hört sich eher wie ein Mann an, oder? Ja, ja. Ja, komm, ruf an. Ruf mich an. Einverstanden. Fragen wir die Experten. Ich bin gespannt, ob man ihnen weiterhelfen kann. Ein Versuch ist es in jedem Fall wert. Ich habe eine Tendenz, aber es... Warte mal. Hallo. Hallo Dagmar, willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, hallo. Ihr Freund braucht Ihre Unterstützung bei... Dagmar, du kennst dich aus mit Damentennis. 100%. Mark. Ja, denn jede Frau kennt sich aus mit Damentennis. Auf jeden Fall. Schluss, genug geplaudert, Dagmar. Hier ist Ihre Frage. Eine der vier Antworten bedeutet für 4.000. Wir uns auskennen mit Herrn Tennis. Wer führt 331 Wochen die Tennis-Weltrangliste der Damen an? A. Chris Evert, B. Billie Jean King, C. Martina Navratilova, D. Pam Shriver. Also, ich habe mir früher ja wirklich fast alle Tennisspiele im Fernsehen angesehen. Seit Boris Becker und Steffi Graf nicht mehr mitspielen, finde ich es allerdings... Oder eh deine Mutter. Aber ich weiß natürlich, wer früher die Nummer 1 war. Chris Evert. Vielen Dank, Dagmar. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, gut, Dagmar, dass ich mir selbst nicht vertraut habe. Natürlich können Sie Ihre Freundin auch überstimmen. Dagmar musste erstmal 50 Sekunden Geschichte erzählen, warum sie der größte Tennisfan der Welt ist, um dann A zu antworten. Also, du hast es ja selber gehört. Ja. Das ist so die Gewohnheit, wenn Leute über TeamViewer dabei sind, haben wir keinen Sound, dann so muss ich mal zusammenfassen, was der Telefonjoker so gesagt hat. Die Antwort ist leider falsch. Ja, super, so. Ich höre es und... Was? Tja, was soll's. Ja, okay. Sie gehen ja nicht mit leeren Händen nach Hause. 1000 Mark sind doch ein nettes Trostpflaster. Sag mal, ein dummes Stück. Das sind. Aber vielleicht ja, Chris Evert ist doch ein männlicher Name, oder? Irre ich mich da, oder? Ja, heißt er Christine, oder was? Ah. Natürlich ist es eine Navratilova. Mann, Tucker. Sag mal, meine Tendenz, weil den Namen kenne ich. Was? Ich hab überhaupt nichts mehr. Dagmar dir erzählt, warum sie der größte Fan ist, nicht ich. Ja. Also, ich, unfassbar. Größte Fan in nichts merken. Never trust the AI. Schlimm. Normalerweise, wenn der Dings sagt, er ist sicher, ist er auch nicht sicher. Aber. Trennen Sie von der Million. Sie haben gut, drei Joker, den 50-50 eine Joker, schaffen den wir. Telefon-Joker ja. Und den Publikums-Joker. Selbst wenn ich mich sind da reinhacken muss. Okay, dann kann's losgehen. Hier ist die 100-Mark-Frage. Weil jeder Informatiker glaub, kann hacken, was das soll. Die ersten Menschen? Ja, so ist es ja, ne? Ich meine, man kann sich sicherlich witzige Sachen machen. Das erinnert mich immer an meine Uni-Zeit, wo wir im Hotel in Dublin waren und uns einfach mal ins WLAN gehackt haben, um zu gucken, was die Leute da machen. War schon eine lustige Spielerei. Glückwunsch, 100 Mark. Melde dich direkt der Polizei. Das ist illegal. So, was halten Sie davon? Ja, wir haben ja nichts mit den Daten gemacht. Wir haben nur geguckt, was machen Leute im Hotel. Wenn man jemanden moralisch unterstützt, stärkt man ihm den... A. Rücken, B. Unterkiefer, C. Oberarm, was D. Hintern. Könnte nur die Antwort sein. Ach. Und schon 200 Mark auf der Habenseite. Natürlich der Oberarm. Ja, genau. 300 Mark. Wir sagen, das ärgert mich. Richtig beantworten. Also ich klang so sicher. Ah, was wie kann es denn nur der Rücken sein? Die meisten haben doch Rückenprobleme. A. Nichts geht mehr. B. Hände hoch. C. Sauer macht lustig. D. Küssen verboten. Ja, gut, dass ich früher Französisch hatte. Rien va plus, sauer macht super, lustig. Super, super, das weiß man doch. Ja, gut. Sie stehen momentan bei 300 Mark. Sieht doch ganz gut aus. Na, werfen wir einen Blick auf die 500-Mark-Frage?
Eine Homepage im Internet nennt man auch... Ah, meine Lieblingsfrage. Eine Homepage im Internet. Die Twitch heißt... Die Nähseite. Website. Sie meinen also, es ist Antwort B. Das Problem für alle Leute, die von Technik so richtig Ahnung haben, beim Spiel von 2001, die kommen einfach zu kurz mit diesen Fragen. Mark. Ja. Ja gut, ich meine... Wir fragen, wofür das M in HTML steht zum Beispiel. Eine Frage von 1000 Mark sind Ihnen sicher. Ich meine, gut, ne, ist ja halt auch ein älteres Spiel. Das muss man ja in dem Jahr auch verzeihen. Ich meine, wie gesagt, es wird ja in dem Markt auch schon angezeigt, was ich ganz witzig fand. A. Salomo. Mal gucken, wie sich das noch ändern wird. C. Claudius. D. Hamilcar. Gibt es überhaupt noch eine aktuelle Auflage von dem Spiel? Nein. Nein. Die letzte war die vierte, die kam 2004 raus, soweit ich weiß. 2004, Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass das ein beliebtes Format ist. Aber wahrscheinlich gibt es das nicht so im normalen Spiel, sondern irgendwo im App Store oder sowas. Wir sind ja in der Zukunft. Handys. Ja, es gibt ja auch das RTL Trainingslager. Also auf der RTL-Seite kannst du auch irgendwie direkt, kannst du auch. Na gut, ja, mittlerweile kannst du das ja auch alles im Web integrieren. Sie haben noch alle drei Joker. Ja. Ist es B? Ich bin unsicher. Ich will A oder B, ich habe aber keine Ahnung. Nimm mal B. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 1000 Mark. Aber ist sie es wirklich? Natürlich. Easy. Ja, Maria und Josef Herodes, das hätte ich hinbekommen, aber dieses Ägypten hat mich verwirrt. Das war gemein. Hey, egal, so, das was richtige passiert, Spiel startet. Sie nehmen heute mindestens 1000 Mark Gott, mit nach Hause. Na, machen wir weiter? Ich bin so nervös. Hier ist die 2000 Mark Frage. Welche Oper gehört zu Richard Wagners Tetralogie Der Ring der Die Stimme von dem Moderator ist auch ziemlich geil. Synchronstimme von Tom Hanks. C. Parzival. Ah, okay. D. Tristan und Isolde. Hat mir irgendwer in den Kommentaren geschrieben mal. Oper? Ja, ich wollte schon sagen, das ist doch genau eine Frage für dich. Ja, total. Ich stehe ja übelst auf Oper. Also Siegfried und Nibelungenlied, das passt ja zusammen. Aber ob die Oper auch so hieß, ne? Ja, ich glaube schon. Sie wollen wirklich Antwort haben. Ich kann mit den D ist Quatsch. Ich kann mit den B und C nichts anfangen. Na, lass hau raus. Machen wir Siegfried. Na also, ganz locker sind Sie. Am Ende hau ich uns damit raus. Nein, alles gut. Alles gut. 2000 Mark. Hey. Würdest du denn sagen, außer Informatik liegen deine ja, wer sagt's denn? Läuft doch großartig. Sie stehen unglaublichen Stärken. Mark. Mit dieser Frage meine unglaublichen Stärken. Also was dadurch, dass ich neben Informatik immer noch im Trainieren bin, denke ich mal Kampfsport. C. Ja. Aeroscheck. D. Vieleck. Okay. Da, Polygon. Ah. Hey, hey. Schöne Naturwissenschaftsfrage. Hab verstanden. Sie sagen also D. Ja komm, Vieleck, hau raus. Eingeloggt. Hab ich's mir doch gedacht. Die 4000 Mark gehören Ihnen. Oh, das ist richtig. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so viele besser solche Fragen als... Aber ja, so eine Frage ist natürlich dann perfekt. Sie haben jetzt 4000 Mark. Ja, man sagt ja nicht Nein dazu, ne? Wollen wir weiterspielen? Na klar. Und hier ist die nächste Frage für 8000 Mark. Ach, weil sagt Kampfsport Boxen sind ab und zu mal ein paar Fragen. Bist du Boxfan? Nicht unbedingt Boxen, aber guck mir halt gerne Kämpfe vom so UFC, MMA an, aber auch nicht die Profis, sondern so neue Anfänger, weil da sind die Kämpfe noch interessanter, da sind die Jungs noch ein bisschen wilder. Ja. Na gut. Fleischlabel. Ich tendiere zu C. Ich weiß, es gibt den Begriff Fleischpflanzerl
für Frikadelle, das ist so, das ist Oberbayern. Sie haben noch alle drei Joker. Ja, das ist so ähnlich. Also die schließe ich mal aus. Geschmiert bekommen wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Aber Ochsenschwanzsuppe. Ja komm, so nah vielleicht Pflanzfeld dran. Ja, ich würde sagen, hau raus mit der Frikadelle. Hau raus die Bulette. Tja, ich hätte Ihnen die 8000 Mark wirklich gegönnt. Sie haben sie auch. Die Antwort ist richtig. Ah, ey, Spoiler, ich meine, oh, es ist richtig, oh, man weiß es nicht. Wir zittern alle. Locker. So eine Runde. So einfach kann es doch gehen. Sie stehen momentan bei 8000 Mark. Nur noch 7 Fragen 8000? Bis zur Million. Na, machen wir weiter? Für 16.000 Mark möchte ich Folgendes von Ihnen wissen. Welcher Tarantino-Film mit Pam Grier kam 1998 in die deutschen Kinos? Filmfrage. A. Mona Lisa, B. Jackie oh Brown, Gott, ich kenne mich mit Filmen C. überhaupt Aaron nicht aus. Riley, D. Aaron Brockovich. Oh, Tarantino. Ja, das Problem ist, das sind Filme von 98. So, wenn ich irgendwas Modernes würde ich sagen, vielleicht geht da noch was, aber ich habe keine Ahnung. Wenn du nicht sagst, du weißt es, wenn wir auf den Joker zurückgreifen müssen. Ich würde mal gerade auf D schätzen, aber ich weiß es gerade auch nicht. Hm. Okay, also wirklich was ausschließen können wir auch nicht. Hm. 50-50 macht nicht wirklich Sinn. Sie möchten also telefonischen Rat einholen. Na, wir rufen mal wieder. Rufen wir an und hören wir uns mal die Expertenmeinung an. Hoffentlich führt man auch wenn mein Vertrauen in diesen Joker etwas erschüttert ist. Aber ich glaube weiter. Also ich denke, ich bleib mal bei Aaron Brockovich, aber hallo? Ich habe auch keine Ahnung. Guten Abend, Michaela. Willkommen bei Wer wird einfach klingt gut, oder was? Hallo. Das klingt wie so ein Tarantino-Film. Ich Frage helfen können. Es geht um 16.000 Mark. Ja, dann bin ich mal gespannt auf die Frage. Tja, Michaela. Oh, wir haben die Manuela angerufen. Welcher Tarantino-Film mit Pam Grier in der Hauptrolle kam stimmt. 1998 habe ich ja euch ganz verdrängt. A. Mona Lisa, B. Jackie Brown, C. Mary Riley, D. Aaron Mona Lisa will ich ausschließen. Das ja, das ist auf jeden Fall. Keine Ahnung. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich sehe mir diese neuen modischen Filme. Ja, dann hat sie halt keine Ahnung. Super. Da geht es doch nur um Mord und Totschlag. Das war's. Danke, Michaela, und schönen Abend noch. Tja, tut mir leid, ich fürchte, das hilft Ihnen nicht weiter. Denken Sie neu bewusst an die Frage nicht beantworten. Zwei Joker bei einer Frage, es tut weh, aber verstehe, Sie setzen also den Publikumsjoker. Lassen wir uns überraschen. Also, welche Antwort ist richtig? Oh Mann, A, auf geht's. B, C oder D? Man immerhin ist aufs Publikum verlass. Bisher immer gewesen. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Das ist eine überwältigende Mehrheit. Jackie Brown. Für Antwort B. So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Ja dann, Jackie Brown, auf geht's. Das habe ich natürlich von Anfang an vermutet. Nicht gelogen. Muss ich direkt mal schauen, was die Antwort richtig ist. Sie ist es. 16.000. Jackie Chan? Nein. Jackie Brown. Ey. Sie stehen locker momentan 16.000. Bei 16.000 Mark. Hm? Ganz hübsche Summe, hä? Allerdings sind es nur noch 6 Fragen bis zur Million. Und nur noch eine Frage, bis Sie 32.000 Mark sicher in der Tasche haben. Zum Genre der Heist-Movies. Wollen Sie weitermachen? Hier ist Ihre Frage. Ja, so ein Gangster-Polizei, so einer. Wie heißt die Hauptstadt von Grönland? Samuel L. Jackson. A. Spook. B. Brut. C. Nuuk. D. Nuuk. Ja, das müsste man jetzt auch wissen. Warst du schon mal in Grönland zufällig? Ja. Weiß nicht, soll ich dich so ein bisschen heiß laufen lassen oder soll ich dir sagen? Ich kenne das sogar. Ich kenne die Antwort. Kennst du wirklich? Ja, ich kenn's wirklich.
B oder D, hätte ich gesagt. Nur keine Eile. D, Sie haben immer D noch klingt den 50-50 gut. Joker. B oder D, also eins davon ist richtig. Also da hattest du schon mal die 50-50. Dann ist es B. Wenn du B willst, dann verkackst du. Es ist Nook. Ist meine Tendenz doch richtig? Lässt er mich zappeln hier? Nee, aber ja, ich kannte es. Von Grönland ist Nook. Weiß zwar nicht, wie es man das ausspricht, aber... Na, da wird sich Herr Benker aber freuen. Sie haben eben 32.000 Mark gewonnen. Ey, 32.000. Ich hätte vielleicht drauf getippt, aber ich hätte mindestens den 50-50 noch verbraucht. Siehst du, als Team kommt man immer weiter. Manchmal. Manchmal. Wir knacken heute die Millionen. Dreimal. Ja, genau. Natürlich. Bevor Sie jetzt überlegen, was Sie mit dem Geld anfangen, sollten Sie noch die nächste Frage richtig beantworten. Es geht um 64.000 einfach jetzt. 64.000 Mark. Zack. Mit welchem Kollegen hatte Ingeborg Bachmann ein Verhältnis? A. Heinrich Böll. B. Martin Walser. Ich sehe es noch nicht. Max Frisch. Ja, D. Friedrich Glauser. Schau nicht hin. Ach, das ist doch gut. Ach du. Genau. Ja, 50-50, sag ich mal. So, Sie setzen also den 50-50. Das sind so schöne Fragen für 64.000 teilweise. Die Hauptantworten. Aber welche der keine Ahnung, Austin ist die Hauptstadt, ist welches US-Bundesstaat ist. Aber was ist eine Tangerine? Das sind tolle Fragen. Sie haben die Wahl. Und dann sowas. Antwort A? Ja. Oder doch lieber C? Ja, jetzt können wir fröhlich raten. Ich meine, wir können ja nichts verlieren. Wir haben ja den berühmten Freischuss. 32.000 sicher. Ich meine, such dir was aus. A oder C? Du kannst nur gewinnen. Das ist ja das Schöne. Der Frage. Kannst du auch auswürfeln oder eine Münze? Warte, warte, habe ich hier irgendwas? Okay, ich werfe meinen Müll runter und je nachdem, wie mein Müll landet. Okay, mein Müll sagt, es ist C. Nimm C. Aber es könnte auch Antwort A sein, oder? Es ist immer eine kreative Entscheidungsmethode, das kann man nicht abschließen. Bleiben Sie bei 32.000 Mark hängen? Nein! Denn die Antwort ist richtig! Danke an den Müll! Ja, geil! Ja, 50-50, sag ich mal. Ich glaube, ich wäre auf A gegangen. Voll nur weil da mein Name steht? Also so eine Unverschämtheit. Gute Heinrich. 64.000 Mark im ich kenne die Frau doch nicht mal. Aber wenn Sie weiterspielen, könnten es 125.000 Mark werden. Und bis zur Million sind es nur noch 4 Fragen. Hier ist Ihre nächste Frage. 125.000 Mark, wenn Sie richtig antworten. Welches Baudenkmal wurde als erstes deutsches zum Weltkulturerbe erklärt? A. Aachener Dom, B. Kölner Dom, C. Wieskirche, D. Kloster Maulbronn. Ich sag mal so, diese Frage ist 125.000 Mark wert, glaube ich. Oh, als erstes. Ja. B schließe ich aus, weil es ist zu einfach. Ja, also ich glaube, also kann zwar gut sein, dass das irgendwie als Weltkulturerbe. Ja, Kölner Dom ist bestimmt Weltkulturerbe. Ja, nur in welcher Reihenfolge ist jetzt die Frage. Ja. Ich kenne die anderen Dinge halt nicht. Gebe ich zu. Das Schöne ist ja, wenn wir aussteigen, haben wir einen sicheren Platz in der besten Liste. Es sei denn, du hast eine Idee, also ich habe. Ich fände 64.000 ein guter Start für diese Aufnahme. Also wenn du mich nicht überstimmen willst. Ich will's riskieren. Willst du es riskieren, ja. Tendenz oder. Willst dreiseitigen Müll werfen vielleicht? Dreiseitigen Müll. Naja, also ich sag einfach mal Aachener Dom.
Ach, na Domedes. Doma, das klingt so einfach. Denken Sie in Ruhe nach. Es geht um 125.000 Mark. Sie sagen also A. Hat Aachen überhaupt einen Dom? Gibt's das Ding eigentlich? Wie gut kennst du dich in Aachen aus? Ich war noch nie in Aachen. Dann sind wir schon zwei. Auf geht's, komm, Aachen. Wir probieren's mal. Go hard or go home. Sie waren bis jetzt ein Riesenkandidat. Aber ist Ihre Antwort auch diesmal richtig? Hm? Ja! Und damit haben Sie 125.000 Mark. Es war es nicht. Oder muss richtig liegen. Spielen wir was? Ey! 125.000 Mark mit nach Hause. Mal ehrlich, sind 250.000 Mark. Hat doch gut funktioniert. Wir knacken die Millionen. Ich danke deinem dreiseitigen Müll. Ich hab den doch nicht mal geworfen. Mark. Imaginärer dreiseitiger Müll. Imaginärer. Wo spielt die Korkenzieherregel eine Rolle? So, ja, das kann man doch wissen. A. Biologie. B. Elektrizitätslehre. C. Weinlese. D. Betriebswirtschaft. C ist Quatsch. Korkenzieher. Regel. Oh. Ich versuche mich gerade um meine Physikzeit zurückzuerinnern. Ich habe noch nie von der Korkenzieherregel gehört. Es gibt in der Physik so, es gibt Knoten- und Maschenregeln, aber. Also B würde ich ausschließen. Oh, nicht hetzen. Lassen Sie sich Zeit. Was könnte denn das sein, Biologie? Korkenzieherregel. Ich glaube nicht, dass es. Also. Elektrizitätslehre, würde ich sagen, oder Weinlese? Was ist denn eine Weinlese? Ne, halt Weinernte oder was weiß ich. C ist irgendwie so die offensichtliche Fehlantwort. Wegen Korken. Also, ich meine, das hört sich sehr nach Physik an, aber wir haben hier keine Physik. Aber ich habe keine Ahnung von Elektrizität. Also ich hätte jetzt einfach gesagt B, aber das weiß ich nicht. Aber ich hätte es ausgeschlossen, weil ich habe das studiert. Echt? Eigentlich. Ach, du hast es studiert. Ja gut, dann ist es B auf keinen Fall. Ich bin mathematischer Physiker, ja. Ja, wie gesagt, Physik ist ja nicht da. Aber ich wüsste nicht, ob es... Also ich meine, das hört sich ja nach irgendwelchen Regeln da an aus der Physik, aber... Ja, Elektrizität ist ja auch Physik in einem... Na ja, gut, fair point. Ich weiß ja nicht. Also weißt du es? Hast du dein Wissen einfach nur zurückgehalten? Weil ich weiß es nämlich nicht. Möchten Sie wirklich nicht weiterspielen? Ich überlege, was könnte es in der Biologie sein? Weil, warum sollte irgendwas Korkenzieherregel heißen? Was könnte man damit, was sollte es für ein Prinzip sein? Ja, weißt du, vielleicht mit irgendwelchen Fischen, die da die Beute da rauszieht oder sowas? Keine Ahnung. Ist man auch nur am Rad. Betriebswirtschaftslehre. Ja, was das sein sollte, verstehe ich auch nicht. Was das mit Betriebswirtschaft zu tun haben könnte. Hm. Ja, ich bin zwischen B, A und D, ehrlich gesagt. Okay. Wir sagen mal, das war eine gute Runde. 125.000 und nächste Runde wird es noch besser. Was? Also 125.000 verspielen das. In der nächsten Ausgabe von Wer wird Millionär noch mehr Glück? Korkenzieherregel, ich schau trotzdem mal nach. Am Ende ist es doch Elektrotechnik und voll auf die Fresse geflogen. Als ob. Okay. Was war's denn? Ich gebe zu, ich kenne die Regel, aber nicht unter diesem Namen. Ich kenne es als die rechte Daumenregel. Also war es doch Elektrizität? Ja, es ist das Magnetfeld, was durch einen Stromleiter fließt. So. Das siehst du nicht, aber in der Webcam sieht man es. Ich wusste aber nicht, dass es Korkenzieherregel heißt. Das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Ja gut, fair point. Das sagen wahrscheinlich nur die Ossis.